Hallo und willkommen auf meinem Kanal RedHat7LP. Ich bin der Christian und heute gibt's im Mini-LP mal ein Computerspiel. Wir zocken Ori and the Blind Forest. Ich hab das Spiel relativ neu. Deshalb, also ich habe auch noch nicht sehr viel gezockt. Für das Mini-LP habe ich das Ding jetzt hier mal kurz neu gestartet. Und ich muss sagen, also grafisch gefällt mir das richtig gut. Das sieht echt hübsch aus. Und wir machen uns jetzt bei Regen auf durch diesen Wald. Also wie gesagt, ein sehr hübsches kleines Indie-Spiel. Na, was heißt Indie? Es ist von Microsoft gepublished. Informationen und so zum Spiel wie immer in der Beschreibung. Ah, ich finde das süß gemacht. Erstmal die Bäume ankreuzen, wo man überall schon dran geschüttelt hat und Äpfel abgesnackt hat. Ja, das Spiel lebt auch so ein bisschen von seiner Optik. Also da müssen wir jetzt hin, oder was? Ah, na, das ist natürlich clever. Erstmal eine Brücke bauen. Gerade im Intro muss man selber noch nicht so viel machen. Also das Spiel legt nachher noch zu an Schwierigkeit. Das kann ich jetzt hier schon mal verraten. Aber jetzt eben so ein bisschen Tutorial und so, ne? Nächstes Mal Äpfel klauen und in Sicherheit bringen. Also man kann jetzt auch noch nichts Wirkliches machen. Du kannst ein bisschen springen, ein bisschen laufen. Ups. Da sind wieder die angekreuzten Bäume. War gerade alles so harmonisch. Und auf einmal wirkt es so, als wenn etwas Trauriges passieren würde. Also so ganz durchblicke ich das jetzt hier noch nicht. Es wirkt ein bisschen, als wenn es Herbst wird, ne? Die Blätter fallen. Kein herrlicher Sonnenschein mehr. Alles auf einmal ein wenig düster gehalten. Also es ist definitiv so, wenn man schnell was zocken will, dann kann ich dieses Spiel nicht empfehlen, weil, wie gesagt, das Intro wirklich sehr lange dauert, bis man im Endeffekt ins Spiel reinkommt.
Aber für lange Zeit auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel. Also das zieht einen auch so ein bisschen in seinen Bann. Das muss man ganz klar sagen. Ist auf jeden Fall eine nette Idee gewesen, sowas zu machen. Das Tier erinnert mich auch so ein bisschen an Mew. So eine Mischung aus Mew und Mewtwo. Irgendwie. So, wir bringen wieder Äpfel. Oh, habt ihr das gesehen hier vorne? Das ist auch immer ganz cool bei 2D-Spielen. Dass im Vordergrund dann manchmal Sachen zu sehen sind. Das gibt's ja bei Trine auch. Dass du schon mal weißt, oh, da sind vielleicht noch andere Leute. Also es beginnt wirklich ein wenig traurig. Jetzt war alles so harmonisch, so friedlich, schön gechillt im Wald, Äpfel futtern und plötzlich bricht die Dunkelheit ein. Also jetzt ist er auch ein wenig ohne Lebensenergie. Ich meine, ist verständlich, ne? Sein Freund ist nicht mehr bei ihm. Aber auch cool, wie er so ein bisschen mit der Umwelt agiert. Dass er sich da an dem Ast festhält und so. Oder hier ganz vorsichtig an den Stacheln vorbei. Also wie gesagt, so weit habe ich in dem Spiel noch gar nicht gezockt. Ich habe vielleicht ein Viertel oder so, wenn überhaupt, bis jetzt gezockt, weil ich das Spiel noch relativ neu habe. Also so ganz durchblicke ich die Story überhaupt nicht. Falls ihr das Spiel schon mal gezockt habt oder so, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob die Story einen Sinn ergibt, sagen wir es mal so. Langsam, aber sicher. Kraxeln wir vorwärts. Doch jetzt verlässt auch uns die Lebensenergie. Und anscheinend wachsen jetzt die Blumen. Also es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel. Das war das Erste, was mich so ein bisschen gecatcht hat. Dass es optisch so gut aussah. Ich bin ja auch für 2D-Spiele immer ganz gerne zu haben. Im Vordergrund
Jetzt sind wir also im Spiel gelandet. Ich weiß gar nicht, können wir hier... Ach so, das ist die Karte. Und was können wir hier noch? Hier kann man nachher Fähigkeitspunkte und sowas vergeben. Da unten die drei Salatköpfe sind die Lebensenergie, die wir haben. Und ich würde sagen, wir werden... Ach, so richtig... Okay, wir können bis jetzt nur springen. Oh Gott, wir können hier so gut wie gar nicht. Dadurch, dass ich schon ein bisschen weiter bin, bin ich jetzt gerade ein wenig verwirrt, was die Steuerung angeht. Oh Gott, was war das? War das ein Hacker? Oder war das Absicht? Ah, wow. Locker flockig geschafft. Können wir... Ach so, hier gab es Energie drinne, genau. Also die Karte baut sich nach und nach auf, das finde ich ganz cool. Eben das, was man schon gesehen hat, das bekommt man auch. Ups, ach so, so speichert man, alles klar. Schon klar. Ba, ba, ba. Wir werden einfach mal... Oh, ja, komm her. Wow. Wow. Oh, nochmal, wow. Verdammt, aua. So ein Mist. Nein. Ups. Gut, dass wir eben nochmal gespeichert haben. Das lief ja gar nicht cool. So, komm her jetzt. Wops. Ja, Mann, geht doch. Oh, ganz schön brutal. Ich weiß gar nicht, was für ein Alter das Spiel ist. Egal, wir haben erstmal Punkte gesnackt. Du, 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 du. Wir müssten nachher hier auch noch Fähigkeiten bekommen. Ja, da geht's schon los. Oh Gott. Aua. Ja. Ich stelle mich gerade nicht wirklich cool an, ich weiß. Aber okay, wir haben's überlebt. Da, 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 da. Also wir können jetzt mit A angreifen. Bam, 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 bam. Beziehungsweise sterben. Scheiße. Beziehungsweise mit X auf dem PlayStation Controller und so. Ich denke ja gerne in PlayStation Controller. Okay, da unten scheint auch noch irgendwas zu sein. Das holen wir uns. Ey, diese Viecher hier, ne? Ah, hier unten erwischte mich nicht. Dann würde ich genatzt. Nehmen wir mit. Oh, wir haben Fähigkeitspunkt. Den werden wir gleich mal. Warte mal. Können wir den hier nicht irgendwo. Ist das hier? Geisterflamme, bla bla bla. Hilfe und Option. Warte mal, wie haben wir das denn gemacht? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, da musste man... Ging das hier? Ja. Genau. Da ist er. So. Was nehmen wir denn da am besten? Die meisten Objekte werden von... Ich glaube, das nehmen wir, ne? Ja, warte mal. Haben wir ein bisschen mehr Power? Oh Gott. Oh nein, ich laufe immer in die falsche Richtung. Weil ich weglaufen will. Aber das ist Quatsch. Hallo? Okay. Jetzt wissen wir immerhin schon mal, wo wir hin müssen, und zwar da oben hin. Das heißt, erstmal hochrennen. Ba, 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 die da. Bam, die Dinger kann man auch kaputt machen. Kriegt man auch noch ein paar Fähigkeitspunkte. Und Lebensenergie ist da auch manchmal mit bei. Hier der Grüne zum Beispiel. Und, oh Gott. Die Viecher sind auch nervig.
Es gibt nachher noch so viele nervige Viecher hier. Und ich merke schon, das ruckelt ein wenig. Aber ist auch nicht weiter schlimm, weil das ja, wie gesagt, nur ein Mini-LP ist. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, womit das zusammenhängt. Oh Gott, aua. Ey, geh mir doch nicht auf den Sack. Und hops, und hops. Oh, oh Gott, nein, 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 nein. Die schießen immer diese komischen Stachel weg. Das ist richtig krass nervig. Bam. Und nein, verdammt. Direkt mal verkackt. Und bang. Und bumm. Du, 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 du. Ah. Bis man hier bei dem Controller mal durchsieht. Ah, oh, nee, ey. So viele Spiele, so viele unterschiedliche Steuerungen. Komm her, das brauchen wir auch. Wird mitgenommen. Das gibt's nicht, ey. Fürs Let's Play werden wir auf jeden Fall die Aufnahme ein bisschen umswitchen. Und, von der Grafik vielleicht ein bisschen runtergehen, ne? Mal gucken. Ohne Aufnahme lief's eigentlich immer ganz gut. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier für eine Nummer ist. Oh Gott, ey, mach diesen ganzen Biss hier kaputt. Ich will hier durch. Und dann ist das Mini-RP auch schon wieder zu Ende. Bisschen blöd gewesen, dass man zu wenig vom Spiel zeigen konnte, weil das Intro so lange ist. Aber ist egal. Mehr fürs Let's Play, was auch irgendwann mal kommt. Ey, so viele Let's Plays, die man hier ankündigt und es dauert einfach. Ja gut, dadurch, dass Frontschweine abgebrochen wurde oder abgebrochen werden musste, sagen wir es mal so, ist ja wieder ein Slot frei geworden. Mal gucken, was dafür kommt. So, diese ganzen weißen Teile, die wir da immer eingesammelt haben, die müssen wir hier in die Tür reinsetzen. Offensichtlich fehlt noch einer, das ist ja toll. Warte. Haben wir das Ding da unten nicht eingesammelt? Oder bin ich jetzt verwirrt? Ach so. Ich habe schon gesehen, wo ich lang muss. Ich habe schon gesehen, wo ich längs muss. Whoops. Und hops. Ah, verdammt. Komm hoch. Nein, ich komme hier nicht hoch. Ja, na klar, komme ich hier nicht hoch. Ich muss hier erstmal das Ding wegziehen. Und dann laufen wir mal hier unten lang und gucken hier noch mal ein bisschen. Da ist das Teil. Das Ding meine ich. Und erstmal ein bisschen hin und her schieben. Und hops. Schwupps. Und da sind wir auch schon. Reicht. Prima. Prima. Ab durch hier. Und da ist schon der nächste Stachel-Igel. Ah, verdammt, auch noch genau reingesprungen. Läuft bei mir. So. Okay, den tricksen wir aus, indem wir einfach mal hier lang jumpen und den. Naja, gut. Der hat sich selber mehr ausgetrickst als wir ihn. Das nehmen wir auch mit. Da kann man sich nachher noch durchbolzen. Die Fähigkeit haben wir aber noch nicht. Whoops und. Ah! Komm runtergejumpt. Ah, kommt nicht runter. Egal. Dich machen wir trotzdem platt. Tschüss. Weg mit dir. Und hops. Und hops. Oh, das war knapp. Bäm-lämm-lämm. Haben wir noch einen Lebenspunkt dazu bekommen? Da kommen wir noch nicht hoch. Das heißt, wir müssten jetzt hier lang gehen. Allerdings würde ich sagen, war es das erstmal wieder von dem Mini-LP. Für das Let's Play werden wir auf jeden Fall die Grafik ein bisschen runterstellen, beziehungsweise die Aufnahme ein bisschen umlagern. Mal gucken. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem Spiel haltet und ob ihr das auch hübsch findet oder ob ihr es schon mal gezockt habt oder so. Macht wie immer, was ihr wollt. Ich hoffe jedenfalls, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.